Hast du was? Gar nichts? Piss dich! Ich glaube, ich bin dann gleich am Ende, wo ich nicht mehr weiterspielen muss. Denn das... Alter, es war fast schlimmer als beim ersten Mal. Fuck. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Wie man nur etwas hassen kann. Links, rechts, rechts, links. Ja, der sieht auch gut aus, der Typ. Aha, Mount Massive, da ist ein Mount. Ein Mountain ist da. Come on. No! Geh hoch! Zieh dich hoch, verdammte Scheiße! Junge! Dein fucking Ernst? Ey, come on. Das kann's doch nicht sein. Alter, der schafft echt nichts mehr. Der ist so am Arsch. Wenigstens habe ich noch meine Kamera. Wo bin ich jetzt hier? Hallo? Ja, mach doch du. Grow du some hair on your lips. Irgendwie sind hier Leute. Okay, hier lang. Alter, das war rechts von mir. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, verdammt. Da war irgendwas, es blinkt. Gut, jetzt komme ich hier nichts mehr zurück. Doch. Das war's. Scheiß Batterie. Möchte ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe 5. Das reicht mir. Das sollte reichen. Oh shit! Weiße Männer. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Wenn ich versuche rauszukommen, Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmord scheint eine weise Entscheidung zu sein. Das hast du gut gemacht. Oh, fuck you! If they catch us, you'll give us to him, the man downstairs. Bad. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Very bad. Gott, oh Gott, böse. Böse Gott, oh mein Gott. Fury, oh Hilfe. Helf mir doch. Bitte helf mir. Nee, lass mich! Lass mich! Sehr schön! Oh mein fucking Gott! Ich hasse es! Ich hasse das Spiel! Oh wait, gibt's hier was? Ein Dokument. Habe ich auch übersehen. Betreff dissoziative Dennis. Dr. Ford, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hat sich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis Persönlichkeit. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Kommt mir bekannt vor. Da gibt es so einen Film mit einem glatzköpfigen Typen, der auch, glaube ich, 3 oder 4 Identitäten hat.
ist ein spannendes Thema. Aber irgendwie hat eben auch Crazy. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, wenn es nicht erkenntlich war, dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie fort. Hochachtungsvoll, Dr. Wolfram. Dissoziativer Dennis. Bitte lass mich in Ruhe. Keine Ahnung, was wo passiert. Ich möchte bloß hier verschwinden. We have an intern, ein Eindringling. Was für eine Zeit hast du durch die Löcher? Wer redet da eigentlich? Warte, was soll ich suchen? Go find yourself a was? There he is! There he is! Hello! Hello, Marty! Oh! Da kann ich hier durchkommen! Run, Forest, run! Ja, claro! He got away! The groom will have us! Shut up! We will find a way around! Kill the rats! Go on! Go on! Gibt's hier was? Nee, hier gibt's nichts! Was, hier kommt die Braut? Welche Braut? Ich bin keine Braut. Ich bin... ein Kerl. Was wollt ihr mit mir? Okay. Sieht gut aus. Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um im Moment der Geburt darzustellen. Oder zu verhöhnen? Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut. Außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen. Und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich werde zu wortwörtlich hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit, Dinge werden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Also sieht gut aus hier, finde ich. Damit kann man echt arbeiten. Ich laufe dem Typen einfach mal hinterher, da es sicherlich eine gute Entscheidung ist. Allerdings immer schön am Rand. Ich denke, der Rand ist mein Freund. Oh shit! Darling! Wer are you? Oder wo are you, besser gesagt? Wo muss ich hin? Oder muss ich diese Tür benutzen? We
Nee, muss ich nicht. Er kommt da hinten. Ja, dann komm. Ich muss bestimmt wieder da lang, wo er ist. Wo willst du lang? Hier oder da? Ich bin hier. Soll ich einfach einen Run machen? Ich mache einfach den Run, komm. Eigentlich weiß ich ja so halb, was mich hier erwartet. Letztes Mal bin ich hier drauf reingefallen. Schön. Schöne Dinge gibt's hier. Mach die Scheiße weg. Das muss reichen. No! Mm! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf, geh nicht! Ich wusste doch nicht, was mich erwartet! Ich hab's vergessen! Lustig! Geht nicht! Fuck you! Wo lang? Wohin? Da ist eine Tür offen. Nope. Wo lang? Wo bist du? Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Ja, solange du hier bist, kann ich ja weitersuchen, ne? Jetzt gar nicht lang. Love makes a house a home, was? Hier geht's aber auch nicht lang. Ich muss doch dort lang. Irgendwie. Oh! Komm, putzi, putzi, putzi. Ja, komm, put, put, put. Ja, komm, put, put, put. Ja, komm, put, put. Bye. Wo lang? Die Tür ist zu. Das letzte Mal hatte ich hier auch solche Schwierigkeiten. Zu wissen, wo ich lang muss. Ah, jetzt vielleicht. Ah, ich muss einfach noch weiter schieben. Ich Vollidiot. Ich bin doch echt bescheuert. Oh. Alter, das Spiel foltert, Leute! Das Spiel ist reinste Folter. Kaum denkt man, man wäre mal irgendwie weiter entkommen oder was auch immer. Kommt wieder so eine Scheiße hier. Lass mich doch in Ruhe, bitte. Der macht jetzt den Fahrstuhl an, oder? Und wir werden zerdrückt. Irgendwie wäre es lustig, jetzt zu warten, bis wir oben sind. Aber ich glaube, wir müssen einfach hier raus. Und a woman's work is never done.
Und wieso kann der Typ jetzt schon wieder hierher kommen? There's no place like home. Wieso? Keine Ahnung, was ich dort stehe, kann ich nicht lesen. Ging zu schnell. Ja, fuck you. Ab in den Schrank. Oh no. Really? Was machst du? Lass mich doch los. Was passiert jetzt? I've been a little vulgar. And I want to say I'm sorry. I just... You know how a man gets when he wants to know. But after the ceremony, I've made an honest woman. Was für eine Hochzeit! I promise, I'll be a different man. Eine echte Frau, was mir gemacht habe. Ich bin Typ. I'll never let anything happen to our children. Not like. Ich bin scheiß Mann. Wir können keine Familie sein. Es geht nicht. I have to wait here. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. But try to enjoy the anticipation. Here, darling. This will help you relax. Zwölf Stunden später. Was macht der Typ? I need you to try to bleed less. I know the fair sex often endure the same wounds with your suffering. But you really was macht er? Make an effort. Oh shit! Oh fuck! Oh shit! No, I'm so sorry, darling. Love. Ich glaube, er hat nicht überlebt. Alter. Das ist ein Psycho. Ein scheiß Psychopath. Kein Wunder ist er hier. Hallo? Hold still now, darling. All these unsightly hairs. Oh. Silky smooth. Like a little girl again. Now the worn, delicate bits. Der macht aus jedem Mann eine Frau. No, no, don't, please. Oh shit! Oh, fuck. Das Spiel ist einfach so krank. Outlast ist so krank und beschissen. Yo! Jetzt volle Pulle rein, oder was? Jo! Alter! Oh mein Gott! Oh no! Jetzt sind wir dran, oder was? You have amazing bone structure. You're going to be beautiful. Hallo? Hallo? A woman has to suffer something. Hallo? It's not pleasant, I know. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. But just try to. Bitte lass mich los. For my sake. For the sake of our children. Komm schon, bitte. It won't take long.
A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. Really? A soft place to welcome my seed. Grow our family. The incision will hurt. And the conception. And birthing is never easy. I'll make the cut fast. Just close your eyes and think of the children. Leute! Oh! Mein Gott! Oh, der Typ hat uns gerettet! Oh, fuck! Get back here! Holy shit! Gut. Ey. Das war jetzt eine Stunde. Okay, fast eineinhalb Stunden. Also länger, als ich gebraucht habe. Um bis zu dieser Stelle zu spielen, wo es nun wieder weitergeht mit dem Gegenwartziens. Und ich fand es ehrlich gesagt fast noch schlimmer als beim ersten Mal. Obwohl ich ein paar Sachen eigentlich wusste, aber das war einfach nur schlimm. Ich hasse das Spiel und ich bin jetzt fertig damit. Aus, Schluss, Ende. Nada, finito. Schluss und aus. Outlast 1, fertig, Schluss, Ende. Whistleblower, Ende, aus. Aber wir wissen ja, Outlast 2 erwartet mich irgendwann noch. Auf das ich auch keine Lust habe. So eine Scheiße. Ja gut. Ah. Okay. Geht noch kurz ein bisschen weiter. Das habe ich irgendwie verpasst. Eine widerwillige Braut. Ich bin noch in einem Stück. Ich bin hier, Lisa. Ich bin noch immer ich. Er wollte mich zu seiner Braut machen. Wollte mich schneiden. Vielleicht liege ich falsch. Der Welt von diesem Ort zu erzählen, würde sie nur herlocken. Soll er dieser Ort hier nicht hier einfach vor sich hineiten und stirben? Ich werde es der Welt nicht erzählen, wenn es bedeuten würde, die Infektion auszubreiten. Lass es alleine sterben. Lass es verrotten. Vor allem, wenn ich ja dann gleich weiter spiele. Im Gegenwartsjens kann ich mich ja hier kurz noch etwas umschauen. Weil ich das dann gleich gemacht habe. Okay, hier ist ein schönes Abbild des männlichen Gliedes. Und hier ein paar schöne Fleischstücke. Von wahrscheinlich früheren Bräutigamen, Brauten und so weiter und so fort. Kann mich ja kurz mal hier umschauen. Da ich ja eh weiß, dass ich jetzt quasi sterben würde. Das Gegenwartsjens übernehmen würde. Von daher kann ich mich da ganz kurz schauen. Aber hier gibt's absolut gar nichts. Ja. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Von daher, wie gesagt, es geht weiter für euch. In der Gegenwart von mir. Tschüss! Ich hasse Outlast. Ende und out. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole.
It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. That's what I'm here for.